Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The 40 Cent. In den letzten Tagen war es ja sehr theoretisch, deswegen heute harte Facts und einmal, wie ihr den Endboss Verhinderer besiegen könnt, weil das ist gar nicht so einfach, weil der eine Mechanik, übrigens alle letzten drei Bosse haben so eine Mechanik, die einen komplett down macht. Wenn ihr mit drei Leuten drin seid und alle drei Leute von dieser Ult getroffen werden, habt ihr sofort verloren und müsst neu starten. Deswegen heute einmal, wie ihr den Verhinderer spielen müsst. Ganz wichtig, das ist sowieso klar, ihr müsst die Giftwiderstände hier drin haben, das heißt mindestens 8000 Widerstand und wichtig auch den Elektroschaden zu haben. Kann euch aber schon mal verraten, dass der Verhinderer nicht so viel Leben hat. Das, worauf es wirklich ankommt, ist diese Ult, die er hat, zu verhindern. Das ist ja auch gerade mit Randoms teilweise sehr schwer. Aber wenn ihr sehr gut seid, dann kann es auch sein, dass ihr das auch mit Randoms ganz gut hinbekommt. Wenn ihr einen Random dabei habt, der weiß, worum es geht, dann solltet ihr das eigentlich auch mit den Randoms hinbekommen. Leider kann man den nicht solo machen wegen dieser Ult, die er hat. Ich glaube, Solo wäre sehr einfach, wenn es diese Wipe-Funktion nicht gäbe. Ich versuche die nächsten Tage dann für euch auch noch Frostläufer zu machen. Der hat nämlich auch eine Wipe-Funktion, eine Wipe-Ult, die sehr, sehr verrückt ist. Und dann später dann auch noch die geschmolzene Festung. Aber heute erstmal der Verhinderer. Beziehungsweise der hat eine Ult. Wenn du die nicht richtig spielst, dann one-hittet er dich einfach. Ist auch egal, wie viel Leben du hast. Ich habe zwar 22.000 Leben, das juckt den aber nicht. Die Ult, die macht einfach jeden weg. Ich hoffe, das sieht man gleich gut. Da kommen dann so Portale und da muss man die Bälle, die da rauskommen, bekämpfen. Am besten ist auch noch dann zusätzlich auf seinem Rücken die Ult kaputt machen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, die Bälle alle kaputt zu machen, damit er nicht diesen Wipe-Angriff machen kann. Alles andere ist eigentlich genauso wie bei dem Zerstörer, Vernichter-Typen. Das gleiche wie hier auch. Also, der macht die gleichen Attacks, die hat die gleichen Attacken drauf. Da ist jetzt nichts mega Spannendes bei. Der macht auch nicht ultra viel Schaden und der hat auch nicht ultra viel Leben. Aber diese Mechanik, die dich halt one-hitten kann, die ist halt fies. Guck, er hat echt nicht viel Leben, wenn man mal oben schaut. Jetzt schon fast der Schild weg, na nicht mal 30 Sekunden. Also viel Leben hat er echt nicht. Das Problem ist halt wirklich nur seine Ult, wo er dann ein, ja, One-Hitten kann. Schade, dass man den nicht solo machen kann, aber ich glaube einfach wegen der. Jetzt habe ich wieder keine. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn ich keine. Wenn er seine Ult macht und ich habe keine Dingsbums. So war der Startpunkt da oben, ne? Ich bin so scheiße, Mann. Okay, wir haben noch Zeit, perfekt. Wichtig, ganz wichtig ist, wenn er seine Ult dann macht, brauchst du auf jeden Fall Munition, damit du die Sachen kaputt machen kannst. Ohne Munition hast du ein Problem. Oh, jetzt kommt die Ult. Und jetzt kommen so Portale. Und die muss man ganz dringend kaputt machen. Also die Bälle, die da rauskommen. So, da. Diese Bällchen hier. Muss man alle kaputt machen. In der ersten Ult sind es zwei Portale. Und dann kann er die Ult auch nochmal zünden. Und dann sind es drei Portale, wo die Bälle rauskommen. Und wenn du dann Random Mates dabei hast, die das nicht wissen, und der die ganzen Bälle bekommt, dann macht er einen Wipe und alle sind down. Das ist eigentlich das Einzige, was den schwer macht. Wenn du das hier alles kaputt machst und das hier hierauf aufpasst, dann ist der überhaupt gar nicht schwer. Dann ist der sogar einer der einfachsten Bosse, würde ich sogar sagen. Weil der echt nicht so viel Leben hat. Also ein Pyro oder eine Leichenbraut haben auf jeden Fall mehr Leben als der hier. Einmal drauf gehen ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil man hat ja drei Wiederbelebungen, aber versuchen wir zu überleben. So, das war die Ult. Wenn man die Dinger nicht kaputt macht, das Ding hier ist natürlich auch nervig, aber das kann jeder einfach kaputt schießen, das ist nicht so schlimm. Und selbst wenn nicht, passiert nichts. Serkan war gar nicht ready. Da kannst du mal sehen, wie einfach dieser Boss ist. Du bist nicht mal ready und man schafft den trotzdem relativ easy.
Der macht auf jeden Fall zweimal seine Ult, ne? Oh, Skoppel. Das Einzige, was halt wirklich wichtig ist, ist, dass du in der zweiten Ult wieder noch Munition hast. Alles andere, also das hier ist ja echt nicht schwer. Aber mit Randoms wird es dann halt schwer, ne? Mit Randoms wird es dann schwer. Wäre krass, wenn er nicht nochmal die Ult macht, dann ist er nämlich echt stark. Na, müsste eigentlich. Ja, ja, oder? Ah ja, jetzt kommt nochmal die Ult. Und jetzt von drei Seiten die Bälle. Da müssen halt drei Leute übel aufpassen. Ich weiß nicht, ob man wirklich alle Bälle kaputt machen muss, aber mehr ist mehr auf jeden Fall. Ey, wieso habe ich jetzt auch diese ganzen Eisvögel hier? Was bestimmt richtig cool ist, wäre hier Sharon mit der Ult, die dann alle auf einmal treffen kann. Das wäre ganz cool, mit Auto-Aim. Keine Muni mehr, Leute. Und alle weg. Schön. Ja, und das war's schon. 5 Minuten Bosse. Das ist wirklich einer der einfacheren Bosse. Wenn du einmal die Mechanics mit diesem Bällchen verstanden hast, dann schaffst du den eigentlich First Try, sage ich. Und das war's. Easy. Oh, was Rotes? Kreative Explosion. Klingt cool. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr nichts zu The First Descent verpassen wollt. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.